Eine Leiter. Eine Leiter. Hier nicht, da auch nicht. Wo ist die Leiter? Du, sag mir wo. Alter, ich check's nicht. Bin ich denn wirklich so doof? Hallo. Ich höre da oben was. Diese Tür sieht nicht sehr stabil aus. Könnt ihr sie mit dem Schwert einschlagen? Haltet ihr mich für Rustam? Wo muss ich hin? Ach Mensch, das ist kacke. Muss ich etwa wieder zurück? Ich schau da jetzt einfach mal nach. So. Ich wüsste zwar nicht, was ich dann dort sollte. Ui, das war gerade ganz schön knapp. Aber probieren geht über studieren. So, ist jetzt hier irgendwas? Ah! Okay. Ah. Einmal heilen. Ich hab's gefunden! Yay! Und den da runter schieben. So. Ich gleich hinterher. Dann speichern wir mal so nebenbei. Falls wir noch irgendwo runterfallen sollten. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gut. Dann. Da. Das ist die Leiter, von der wir sprachen. Aber das heißt, wenn der... Okay, da kommt der trotzdem nicht hoch. Was war das denn? Der muss doch noch weiter... Der Stein muss doch noch weiter dorthin. Gut. Wow, das hat beinahe abgerutscht. So, dann können wir uns dieses Ding hier holen. Nach oben. Ups. Nach unten. Festhalten. Nach oben zur Seite. Dort hinunter. Oder hinunter nicht mal zwingend. Dort. Dort rüber. Hinauf. Oh, na toll. Bricht das hier mittendrin? Ich erlaube mir mal zurückzuspulen. Okay. Ich dachte jetzt schon, er will da nicht durch. Gut. Da geht überall dieses Zeug kaputt. Schlechte Qualität. Ist keine deutsche Markenarbeit. Ich will jetzt hier nicht die deutsche Markenarbeit irgendwie in den Vordergrund holen. Üpf. Oh. Wallrun. Doppel Wallrun. Hallo Schwert. Oh, doch nicht. Und hüpf. Und hüpf. Und ich. Au. Hallo Schwert. Nein, doch nicht. Immer noch nicht. Aber ich sehe Fallen. Wow, das hat sich weiter gedreht, als ich dachte. Und hallo, Gegner.
Au. So, einmal aufgesammelt. Aua. Ja, dann haben wir wenigstens den hier. So, und den holen wir uns auch. Na, kleine Lust auf ein Tänzchen. Oh, ich sehe, da hinten ist eine Wolke. Zack, 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 zack. Hallo, du sollst ihn doch aufsaugen, nicht irgendwie... aufsaugen. Blocken. So. Die hier einmal so und aufsaugen. So, wir haben wieder volle Machtpunkte. Au. Und einmal deinen Sand bitte. Sehr gut. So, alles geschafft. Alles wegstecken. Doch keine Sandwolke, sondern ein Visionometer. Oder ist dahinter eine Sandwolke? Nee. Orakel. Okay, Schrank verschieben, auf Schrank hüpfen. Über alles rüber hüpfen, Säulen hüpfen und Schwert. Ah, und dann können wir die Sachen kaputt machen. Verstehe, speichern. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Das Schwert sieht dann hoffentlich besser aus als das, was er jetzt hat. Aber so viel, wie ich davon schon gesehen habe, joa. Gut, Gras. Hier wächst Gras. Dann wollen wir doch mal das machen, was wir gesehen haben. Ich glaube, ich sehe das Glühen, von dem ihr sprach. Seid vorsichtig. Auf den Schrank. Hüpf. Und daneben. Gleich nochmal. Zur Seite. So, aber jetzt. Jawohl. Und jetzt einmal komplett herum. So. Und aufgesammelt. Wieder alles voll. Sehr gut. So, dann aber jetzt hat... Schwert. Wo ist dein altes plötzlich hin? Tunk. Way. Ah, okay. Einfach so, ohne irgendwas. Geht das da auch? Und ein Lebensupdate gefunden. Wie cool. Vor allem wie cool es ist, dass das mir von den letzten beiden Updates schon aufgefallen. Wie cool es ist, dass die Vorhänge hier so mitgehen, wenn man durchläuft. So, noch ein weiteres Update. Komisch, dass der Weg hier auch immer gleich ist. Egal von welcher Seite man kommt, er sieht immer, also läuft sich immer gleich. Trink halt mal mehr. Yeah. Oh, die Pilze esse ich nie wieder. Gut. Einmal hier. Bam. Bam. Ihr
besitzt die Kraft von Rustam. Wer auch immer das sein mag. So. Aus der Erinnerung wissen wir, dass wir... Erinnerung ist es ja nicht. Jetzt... Kein Vergleich zu eurem alten Schwert. Ja, es sieht auch... Naja... Das muss ehrlich sagen, rein vom Optischen hat mir das andere besser gefallen. Wo sind wir? Sagt, dass der Palast auf den Ruinen eines Älteren erbaut wurde. Aber ich hielt das für eine Legende. Okay, herzlich willkommen im alten Palast. Hier gibt's Ratten. Was machen wir jetzt? Oh. Davon war aber nichts in der... Oh, da kommt sicher irgendwie was hin. Etwas, was aussieht wie ein Block. Ich geh schon. Ja, zieh ab. Oh, klar, ich schieb dich einfach mit. Dürfte ich... Könntest du dich jetzt mal verziehen da? Ich kann das sonst nicht ziehen. So. Stellen wir es ordentlich hier hin. So. So, und hüpf. Ich hüpfe einfach mal so ins Blaue. Ah! So wollte ich das gar nicht, ins Blaue hüpfen. Das sollte eigentlich nur auf die Stangen gezogen sein. Und jetzt? Ich hoffe... Ah ja, okay, da kann ich lang. Gut. Zack, 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 zalalalalak. Runter, runter, hoch. Zur Seite, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Und nach oben. Und hinauf und weiter. Hier bin ich. Das Tor geht nicht auf. Na klar. Bin auch blind. Geht das so? Unter euch ist ein Vorsprung. Unter mir, ja. Komme ich da so ran? Ja, gut. Nicht, dass ich vorbeifalle und ins Wasser falle. Quatsch. Da fällt mir ja was ein. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich ihn sehr gut fand. Ja, ich habe den Trailer gesehen, dann habe ich mir im Kino angeguckt und ich war sehr überrascht. Und positiv überrascht. Hat mir sehr gut gefallen. Wer von euch noch nicht gesehen hat, heißt Pitch Perfect und ist sehr interessant. Also vor allem für mich, weil ich sowas gut cool finde und auch. Hä? Alt. Was ist das denn? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Und der Film, der ist. Also schaut mal euch an, der ist wirklich zu empfehlen. Mit sehr guter Musik und guten Schauspielern, finde ich. Also die Hauptcharakter gut gespielt, hat mir gut gefallen. Aber mehr möchte ich von dem Film auch nicht verraten. Okay, hier ist einfach mal nichts. Und hier ist genauso nichts. Wie darf ich das verstehen? Da, ein Spalt! Und jetzt?